Ja, Leutings, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leutings, heute möchte ich euch mal wieder eine neue Pfeife vorstellen. Deswegen Dankeschön fürs Einschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder die weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hinten mir bald die 1 Million. Ihr wisst Bescheid. Und bis gleich. When they see me pouring some more, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your floor, 'cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Oh boy, got so hot. Ja, wie man hoffentlich unschwer gerade erkennen konnte, steht neben mir die neue Ocean Hooker Kane S. Und da geht ein großes Dankeschön an Ocean Hooker raus, dass sie mir die Pfeife zur Verfügung gestellt haben, mir zugesendet haben und ich die euch heute vorstellen kann. Was ich schon mal sehr, sehr cool finde, kommen wir zu den kleinen Facts, ist, dass Ocean Hooker endlich auch mal eine preisgünstigere Pfeife rausgebracht hat. Für die Leute, die eventuell nicht so ein großes Portemonnaie haben und nicht so viel Geld ausgeben wollen mit einer Pfeife. Denn diese Pfeife kostet in der Edelstahl-Variante, so wie sie jetzt neben mir steht, 119,90 Euro. Das Ganze gibt es dann noch als Kunststoff-Variante. Da ist dieser Teil hier oben bei der Rauchsäule aus Kunststoff und das Mundstück ist nicht komplett aus Edelstahl, sondern dieser Part hier unten ist auch aus Kunststoff. Kostet das Ganze 99,90 Euro. Jetzt lass erstmal ein Zügchen nehmen von der schönen Pfeife. Ja, das Ganze raucht schon wieder wie ich sehe euch nicht mehr. Und ja, was haben wir denn hier vor uns stehen? In meiner Variante jetzt ist es eine Edelstahlpfeife, es ist eine kleine Pfeife, es ist die Kane S. Ich weiß nicht, ob noch eine Kane in einer größeren Variante herauskommt. Typisch russisch haben wir hier den Schlauchadapter seitlich neben der Rauchsäule stehen. Ich hoffe, das hat man auch in den Nahaufnahmen gut gesehen. Es ist eine Steckpfeife, also richtig schön traditionell angelehnt. Das heißt, die Rauchsäule müsst ihr einfach nur in die Base reinstecken. Hier gibt es kein Gewinde, kein Klickverschluss oder sonst was. Einfach nur eine Gummidichtung dazwischen, die befeuchtet ihr leicht und dann könnt ihr die Rauchsäule hier reinstecken in das Glas. Das Glas, perfekt zu der kleinen Pfeife, ist auch klein gehalten, was mir sehr, sehr gut gefällt. Erinnert mich ein bisschen an die Kaif, an das Kaif-Modell. Aber natürlich hier, was die Rauchsäule angeht, was die Base angeht, hebt man uns da wieder anders da hervor mit der Pfeife. Die Pfeife, ich habe nachgemessen, ist ohne Kopf ca. 43 cm hoch, also eignet sich perfekt, um sie mitzunehmen an den See oder zu transportieren zu einer Party oder sonst wohin, falls man einfach eine Pfeife dabei haben will und rauchen will. Ansonsten haben wir hier bei der Base ein besonderes Ausblassystem, ein besonderes Blow-Off. Wir haben hier oben noch mal das Logo von Ocean Hooker. Ich kann euch das mal zeigen, aber ich hoffe, man hat das auch schon sehr gut gesehen. Und zwar kommt der Rauch hier seitlich aus der Base raus. Sieht, wie ich finde, ziemlich cool aus und ist eins der Highlights der Pfeife. Das andere Highlight natürlich hier der Schlauchanschluss, wo der Schlauch angesteckt ist. Der Adapter geht hier so raus. Wir haben hier an der Rauchsäule schöne Details reingearbeitet. Hier oben auch der Adapter, wenn man genauer hinschaut auf den zweiten Blick, hat hier oben beim Kopfadapter auch noch einen Riffel. Übrigens rauche ich gerade mit dem Ocean 68 Kopf. Ein sehr, sehr schöner Funnelkopf, kann ich euch nur ans Herz legen. Und die Pfeife für 119,90 Euro, jetzt in meiner Variante, kommt so wie sie da steht, nur ohne Kopf. Das heißt, ein Schlauch ist dabei und ein Edelstahlmundstück ist dabei.
Wenn ihr jetzt die 99,90 Euro Variante nimmt, wie gesagt, ist auch ein Schlauch und Mundstück dabei, so die Pfeife, wie sie da steht, nur ohne Kopf. Und ihr bekommt nochmal eine separate Gummidichtung dazu. Nur sind, wie gesagt, bei der günstigeren Variante dieser Teil beim Mundstück aus Kunststoff und bei der Rauchsäule das Teil aus Kunststoff. Oshnooker hat mir dann nochmal extra eine Kohleplatte dazugelegt, die es für die Kaif eigentlich gibt, für die Kaif S. Die passt auch sehr gut auf die Cane drauf. Die habe ich jetzt aber mal nicht benutzt, weil ich euch die Pfeife so zeigen wollte, wie ihr sie bekommt, wenn ihr sie für den Preis kauft, ne? Mein Kopf macht hier oben ein paar Faxen, ey. Lass mal gucken, was hat er denn? So, ansonsten hat die Pfeife innen drin einen abschaubaren Diffusor. Ich habe den Diffusor jetzt mal dran gelassen. Das heißt, die Pfeife rauche ich gerade mit Diffusor. Das heißt, das ist schon die leiseste Stufe, wie man sie benutzen kann. Und das Blubbergeräusch verschwindet schon fast so gut wie, ja, man hört fast gar nichts, auf gut Deutsch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Diffusor abschrauben, den Edelstahl-Diffusor könnt ihr wegmachen und könnt die Pfeife dann blubbern lassen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die Pfeife ein Hingucker ist. Der Durchzug sowie der Anzug ist super optimal bei der Pfeife, da lässt sich nichts aussetzen. Also ich bin da mega zufrieden und ich finde es wirklich cool, dass der Oshnooker endlich mal auch eine Pfeife rausgebracht hat in der Kunststoffvariante, die unter 100 Euro liegt. Und auch die Pfeife ist für eine Oshnooker sehr, sehr preisgünstig. Von meiner Seite aus kann ich die Pfeife euch nur ans Herz legen. Und mir macht es sehr, sehr viel Spaß, mit der Pfeife zu rauchen. Ich habe sie jetzt komplett in Schwarz bekommen von Oshnooker. Das ist die Midnight Black Variante von der K&S. Die Pfeife gibt es natürlich auch noch in anderen Farbkombinationen. Könnt ihr mal vorbeischauen auf oshnooker.com oder oshnooker.de. Ich blende es euch mal ein. Da gibt es das Ganze auch noch in Weiß, Gold und Schlag mich tot. Da könnt ihr euch echt, was die Farbkombinationen angeht, komplett austoben. Ja Leute, was gibt's zu sagen? Lange haben wir uns nicht mehr gesehen hier auf dem Balkon, lange haben wir uns nicht mehr gesehen zu einem neuen Produktvideo, was eine Pfeife angeht. Ich glaube, es ist mittlerweile ein halbes Jahr her, dass wir uns zuletzt fast auf diesem Balkon gesehen haben, wo ich euch eine Pfeife vorgestellt habe. Deswegen freue ich mich umso mehr und wie versprochen, ich versuche mich dran zu halten, alle zwei Tage ab sofort wieder ein Video für euch hochzuladen und aktiv auf diesem Channel zu sein. Deswegen freut es mich, wenn die ein oder anderen doch noch einschalten und mich hier weiter verfolgen. Und ich bedanke mich recht herzlich für den Support. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt. Ohne euch würde das Ganze gar nicht funktionieren, dass mir zum Beispiel Oshnooker jetzt die Pfeife zur Verfügung gestellt hat und ich euch diese Pfeife näher zeigen kann, näher bringen kann und euch empfehlen kann. Von meiner Seite aus, Top-Pfeife, wie gesagt, super zum Mitnehmen, super zum Transportieren, einfach zum Abstecken, könnt ihr reinpacken in den Rucksack, könnt ihr mitnehmen. Da geht echt ein Däumchen nach oben von mir. Wer die Pfeife zu Hause hat, kann mir gerne einmal einen Kommentar da lassen unter diesem Video, wie ihr diese Pfeife findet, was ihr optisch zu diesem Schmuckstück sagt, ja, ob euch das anspricht mit diesem Schlauchadapter, der hier seitlich noch rausgeht, oder ob das eher nicht so euer Ding ist. Ansonsten, falls sich jemand die Pfeife besorgen sollte, kommt gerne wieder her zu diesem Video, schreibt mir gerne einen Kommentar drunter. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch jetzt da draußen noch einen guten Rauch. Lasst euch eure Pfeife schmecken. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Ich bin raus. Ciao.